Moin Leute, was geht ab? Ich bin euer Chefkoch CTB und ihr habt es euch gewünscht, ich soll mal Pancakes machen und das mache ich heute für euch. Und wenn ihr noch coole Kochgerichte habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich sie mal kochen für euch. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ab dafür! Zutaten sind 200 Gramm Weizenmehl, 2 Esslöffel Zucker, Backpulver, Salz, 2 Eier, 200 Milliliter Milch und dann noch Olivenöl. Ihr könnt auch Rapsöl nehmen. Dann nehmt ihr euch eine Schüssel, gebt 200 Gramm Mehl hinzu und gebt dann gleich das Backpulver hinzu und verrührt das erstmal. Und jetzt geben wir 2 Eier hinzu. So, jetzt geben wir noch eine Prise Salz hinzu und geben noch unsere 2 Teelöffel Zucker hinzu und geben noch unsere Milch hinzu und die Milch geben wir immer langsam hinzu, sonst wird das so ein Klumpen, kleiner Tipp am Rande, und dann verrühren wir das schön. So, und jetzt nehmen wir uns eine Bratpfanne und dann machen wir unseren Herd an und geben ein bisschen Rapsöl hinzu. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen, es ist euch überlassen. Und dann nehmt ihr euch so eine kleine Kelle und mit der geht ihr dann in unseren Teig rein und macht so kleine Pancakes, so groß ihr wollt, in die Pfanne. Jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr jetzt bratet, macht unter eure Pfanne eine kleine Flamme hin und keine große, sonst verbrennt euch alles. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Elektroherden ist, ich habe ein Gasherd, aber nehmt da auch eine etwas kleinere Stufe an Hitze, sonst verbrennt euch wie gesagt alles. So, und noch ganz wichtig, ihr könnt eure Pancakes immer mal umdrehen und dann auch auf den Teller legen und die neuen reinlegen. Und dann macht ihr alles genauso wie davor. So, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Teig übrig habt, macht ihr noch einfach macht ihr einfach den ganzen Teig rein und dann wird das ein schön großer Pancake. So, und jetzt nehmen wir unseren großen letzten Pancake aus der Pfanne und ich finde, der Haufen sieht schon sehr gut aus und der reicht locker für 4 Personen aus, also lasst es euch gut schmecken und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal, euer Chefkoch CTB.